Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Vergleich zwischen dem Huawei P9 auf der linken Seite im Vergleich mit dem Huawei Mate S auf der rechten Seite, was ich normalerweise benutze. Morgen geht das Huawei P9 zurück und deswegen wollte ich nochmal natürlich einen kleinen Vergleich machen. Nicht nur einen technischen Vergleich, wo die Unterschiede liegen, sondern einfach meine Empfindung von den beiden Smartphones, welches mir besser gefällt, welches ich jetzt aktuell kaufen würde. Ist natürlich schade, dass ich das P9 wieder zurückgeben muss, besonders weil ich vermutlich mich noch ein bisschen intensiver mit der Dual-Kamera beschäftigen könnte, was die Qualität angeht, was die Kamera wirklich drauf hat. Aber man muss halt Testgeräte wieder zurückschicken und da bin ich ja auch nicht davon befreit. Aber erstmal, der größte Unterschied liegt natürlich in der Größe. Nun steht man oft vor der Frage, wie groß darf ein Smartphone sein? Für mich, ich habe ja das Mate 7 vorher benutzt mit 6 Zoll, jetzt das Mate S mit 5,5 Zoll und ich könnte mich auch an das 5,2 Zoll große Huawei P9 gewöhnen, wobei ich jetzt aktuell zum Huawei P9 Plus tendieren würde, wenn ich die Wahl habe, denn das, wenn ich die Wahl hätte, habe ich nicht, wenn ich zum Beispiel mit 5,5 Zoll weiterhin leben würde. Das hat aber auch noch andere Gründe, die ich später noch erläutern werde. Aber erstmal der Größenunterschied. Der große Vorteil am Huawei P9 ist aber, dass Huawei das Smartphone nochmals kompakter gebaut hat. Also nicht nur im Vergleich zum Vorgänger, sondern die allgemeine Bauweise ist ein bisschen kompakter. Die Ränder sind ein bisschen dünner. Der Bereich über und unter dem Display wurde optisch etwas anders gestaltet. Ist jetzt nicht wirklich schmal, ist jetzt nicht wirklich kleiner geworden, was man hier im direkten Vergleich sieht. Aber es wirkt halt anders. Das Smartphone wirkt ein bisschen länglicher, während das Mate S so ein bisschen breiter wirkt, so wie ja fast schon wie ein 3 zu 2 Smartphone. Jetzt nicht so krass, aber schon wirkt das Huawei P9 ein bisschen schmaler und liegt dadurch auch insgesamt ein bisschen besser in der Hand. Das liegt aber auch dadurch, dass das Gehäuse deutlich überarbeitet wurde. Also wir sehen hier ein extrem schön abgerundetes Gehäuse hier, schön abgerundet, während das hier beim Mate S ein bisschen ja, kantiger ist. Und das Kantige sorgt auch dafür, dass sich das Aluminium hier so ein bisschen ablöst. Auf welcher Seite war es hier? Das sieht man hier jetzt vielleicht mal nicht so gut, aber ich habe hier so an der Kante, wo diese Abschrägung ist, diese Diamond Cut oder wie man das nennt, so kleine Ablösungen und da löst sich das Material schon ein bisschen auf. Das ist nach einem Jahr vielleicht nicht so optimal, aber naja, man kann es halt nicht machen. Das ist halt ja, qualitativ eigentlich mit das hochwertigste Smartphone, was ich besessen habe bzw. besitze, aber diese Abschrägungen hier, die gefallen mir schon nicht wirklich sehr gut. Optisch natürlich sehr ansprechend, ein bisschen abgerundet, liegen sehr gut in der Hand. Beide Smartphones liegt auch daran, dass sie halt relativ dünn sind mit 7,2 mm beim Mate S und 6,95 mm beim P9. Das P9 wirkt insgesamt ein bisschen bulliger, aber es ist eigentlich dünner und es ist halt gerader gebaut. Das Mate S ist halt so ein bisschen abgerundet auf der Rückseite. Das passt aber eigentlich besser zu so einem größeren Smartphone. Beide haben den Fingerabdruckscanner, aber interessanterweise, trotz des größeren Displays, liegt der Fingerabdruckscanner beim Mate S etwas tiefer. Und das ist tatsächlich ein Unterschied, den ich gemerkt habe, denn immer wenn ich das P9 entsperrt habe, bin ich hier so drauf gekommen. Also hier so, aber das Smartphone wird trotzdem entsperrt. Also der Fingerabdruckscanner ist so gut, dass er nur meine Fingerkuppe braucht und schon wird das Smartphone entsperrt. Das ist einfach Wahnsinn. Also natürlich hier bei diesem Smartphone genauso. Also die Fingerabdruckscanner der Huawei Smartphones sind die besten, die ich jemals benutzt habe, besonders die neue Generation. Also es ist wirklich top. Dann der nächste Unterschied liegt am Anschluss. Also wir haben ja einmal einen USB-Typ-C-Anschluss beim P9. Und beim Mate S haben wir natürlich den normalen USB Micro USB 2.0. Beide kommen aber mit USB 2.0 und das ist halt ja, ein Unterschied, der nichts ausmacht. Der Unterschied, der mir aufgefallen ist beim P9, ich kann mein Smartphone nicht im Auto laden, weil ich einfach keinen USB Typ C Adapter im Auto habe. Und das ist ja nicht optimal. Dann hier liegt der Kopfhöreranschluss an der Oberseite, beim P9 liegt er an der Unterseite und wir haben den Lautsprecher hier einmal genauso wie hier. Wobei das hier optisch beim Mate S ein bisschen, ja, aufgeräumter wird, weil beide Seiten genauso einen Lautsprecher haben könnten, aber es ist natürlich nur ein Lautsprecher verbaut beim Mate S. Also wir haben keinen Stereoton. Da ist halt, glaube ich, das zweite Mikrofon. Und es halt, sieht ein bisschen optisch ausgewogener aus. Auf der rechten Seite haben wir dann natürlich die ganz normalen Anschlüsse für Power. Die sind relativ auf der genau richtigen Höhe, also mittig platziert und somit wirklich sehr gut erreichbar mit beiden Händen, entweder hier mit dem Zeigefinger oder hier mit dem Daumen. Das ist einfach die natürliche Position, wo sich die Finger am Smartphone bewegen und deswegen kann man sie auch wunderbar schnell aktivieren. Darüber der Lautstärkeregler,
Der ist auch eigentlich genau richtig positioniert. Dann haben wir an der Front die gleiche Kamera. Also wir haben hier zweimal eine 8-Megapixel-Kamera, F2.4 Blende und fixen Fokus. Fixer Fokus bedeutet einfach, dass sich der Fokus nicht automatisch anpasst an die Gegebenheiten. Aber das hat mich jetzt bisher noch nie gestört. Also wenn ich ein Foto mache, dann ist es halt so, dass das sofort gemacht wird und dann auch scharf ist. Dann natürlich die Hörmuschel oben und in der Hörmuschel des P9 ist hier noch die LED integriert, während die LED beim Mate S hier ist. So, jetzt sehen wir hier einmal die Oberflächen, nämlich auf einem 5,2 Zoll großen IPS-Display und einem 5,5 Zoll großen AMOLED-Display. Mir gefällt das AMOLED-Display tatsächlich besser. Deswegen tendiere ich auch mehr zum Huawei P9 Plus, denn dort ist nicht nur ein AMOLED-Display mit Full HD verbaut, sondern es gibt auch dieses Press Touch. Heißt das bei Huawei Press Touch? Ich glaube schon. Dieses druckempfindliche Display, das ist eigentlich eine coole Technologie, muss natürlich entsprechend im System integriert sein, sonst macht es natürlich keinen Sinn, wenn man dieses Press Touch Display hat und dann halt keine Funktion dafür. Aber Huawei hat dann zum Beispiel solche Sachen, wenn man in der Galerie ist und dann länger auf das Display drückt, dass halt die Vergrößerung kommt oder so. Also irgendwie sowas gibt es da, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber generell würde ich tatsächlich jetzt ein AMOLED-Display bevorzugen. Beide natürlich Full HD, deswegen ist hier die Pixeldichte ein bisschen geringer, aber das hat mich nicht gestört. Das Huawei P9 Display ist ein bisschen heller, habe ich jetzt gemerkt, besonders jetzt im direkten Sonnenvergleich. Ich muss mal hier so. Also es ist jetzt nicht so krass viel heller, dass man sagen könnte, das Mate S Display ist dunkel. Aber man sieht zum Beispiel an diesem Twitter-Symbol hier und an diesem Nachrichtensymbol, dass das schon etwas heller ist. Und das merkt man erst, wenn es halt wirklich ans Sonnenlicht geht und man im Freien das Display ablesen möchte. Dann funktioniert das schon mit dem Huawei P9 minimal besser. Aber es kann natürlich auch sein, dass das vielleicht weniger ein bisschen mehr entspiegelt ist. Aber nee, das sieht hier eigentlich genauso gut aus. Dann performance-technisch, erstmal muss ich natürlich dazu sagen, dass ich hier beides schon Android 6.0 drauf habe. Deswegen sehen die Menüs auch alle gleich aus und das ist hier alles viel zu hell. Ich muss mal kurz weiter runter regeln. So kann man es sehen. So kann man es auch sehen. Okay, jetzt flackert mir das Mate S hier ein bisschen. Muss ich ein bisschen heller machen. So, ja, sieht schon besser aus. Ne, jetzt ist das ein bisschen dunkel. Damit wir gleiche Verhältnisse haben. Ja, das kann man so nehmen. Also das Menü ist ungefähr gleich. Der Weißwert ist beim P9 besser. Beim AMOLED-typisch ist das natürlich ein bisschen mehr so ins Gelbliche. Aber das ist wirklich nur minimal. Kann man nachsteuern. Geht in die Einstellung. Und wir haben beides mal Android 6.0. Bei Mate S gibt es halt nur das Android 6.0 Update mit der Emotion UI 4.0. Beim Huawei P9 haben wir Emotion UI 4.1, aber halt beides Android 6.0 und Sicherheitsstufe. Was haben wir hier? März und hier auch März. Also Sicherheitsstufe jeweils März und das ist ein bisschen schade. Wir sind mittlerweile schon im Mai und Samsung hat beziehungsweise Google hat schon die Mai-Updates rausgegeben, also könnten da auch mal die Sicherheitsupdates kommen. Würde ich mir wünschen. Und hier natürlich die Emotion UI 4.1. Die hat, glaube ich, noch minimale Anpassungen an der Oberfläche. Aber generell ist es erstmal wichtig, dass ich hier die Emotion UI 4.0 drauf habe, die ich im Übrigen manuell geflasht habe. Wenn ihr da irgendwie einen Link wollt oder so, sagt mir Bescheid. Es ist tatsächlich jetzt die finale Version. Das Problem ist, die Vibration der Onscreen-Tasten funktioniert nicht mehr. Also das ist wirklich ein Fehler, den man eigentlich in der Entwicklung sehen müsste, dass hier diese Vibration nicht ist, obwohl ich sie in Action aktiviert habe. Also das nochmal als Vorwarnung. Dann der nächste große Unterschied, der auch tatsächlich für mich ein großer Unterschied ist, ist nämlich die Kapazität der Akkus. Wir haben hier einen 3000 mAh Akku, während wir hier einen 2700 mAh Akku haben. Obwohl es nur 300 mAh Unterschied ist, ist die Laufzeit schon deutlich länger beim P9. Also ich komme beim P9 auf so 1,5 Tage, also ein Tag locker bei wirklich intensiver Nutzung, während bei ein Tag intensiver Nutzung, also der gleichen Nutzung wie beim P9, das Mate S schon um 8 Uhr schlapp macht. Also ich fange an, um 7 Uhr das Smartphone zu benutzen und muss dann das Mate S um 8 Uhr aufladen, während ich das P9 dann noch so, ja, locker bis 23:30 Uhr nutzen konnte, und das hatte dann trotzdem noch so 15% über. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Das liegt natürlich auch am modernen Kirin 955 Prozessor, während wir beim Mate S nur den 930er haben, 935er, der ist eine Generation
schlechter und deswegen ist der Energieverbrauch wahrscheinlich auch ein bisschen höher, weil das Display kann eigentlich nicht mehr verbrauchen, weil es halt sogar noch niedriger aufgelöst ist, rein von der Pixeldichte. Dann beide haben 3 GB RAM natürlich, beide haben 32 GB internen Speicher, beide keine Dual-SIM-Funktion, obwohl wir hier diesen Dual-Slot haben, wo wir dann halt eine Micro-SIM-Karte, eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte einlegen können. Und deswegen ein bisschen schade. Eigentlich kann man doch von einem chinesischen Unternehmen erwarten, dass es wie beim Mate 8 auch eine Dual-SIM-Funktion bei solchen Smartphones. Dieses Smartphone mit Dual-SIM wäre doch der Verkaufsschlager schlechthin. 549 €. Dual-SIM, geile Leica-Dual-Kamera, richtig gute Laufzeit. Also ich verstehe es nicht. Also das geht mir nicht irgendwie nicht in den Kopf, wieso das halt nicht umgesetzt wird. Aber so ist es halt, muss man mit leben. Und durch die längere Laufzeit hat man halt ein bisschen mehr davon von dem Smartphone, finde ich zumindest, weil klar, wenn man abends irgendwo mal weggeht und so, dann muss man halt das Mate S nochmal zwischenladen, weil sonst wird das nichts. Also besonders wenn man dann auf das Handy angewiesen ist, muss das vorher natürlich ganz normal sein. Dann natürlich für mich einer der großen Unterschiede ist natürlich die Kamera. Wir haben hier einmal eine 13 Megapixel. Ups, Fingerabdruckscanner. Einmal die 13-Megapixel-Kamera beim Mate S. Der Vorteil ist hier, wir haben hier eine Blende von F2.0 und einen optischen Bildstabilisator. Das ist für normale Fotos wirklich besser, für den normalen Nutzer. Wer sich etwas intensiver mit der Fotografie beschäftigen möchte und wirklich auch gute Fotos machen können, wenn man sich Zeit lässt für gute Fotos, dann ist die Leica Dual-Kamera definitiv die bessere Wahl. Die Blende ist mit 2,2 nicht ganz so hoch, das gefällt mir nicht so sehr. Was mir auch nicht gefällt, ist der optische Bildstabilisator, der hier nicht verbaut ist. Das ist ein wirklich großer Makel. Dafür haben wir einen Laser-Autofokus und wir haben den Monochrom-Sensor, der natürlich die Schwarz-Weiß-Fotografie nochmal unterstützt, weil wir halt wirklich einen Monochrom-Sensor haben für Schwarz-Weiß-Fotografie. Aber die Bilder werden leider teilweise ein bisschen dunkel. Das ist natürlich schade. Das liegt aber auch an der Blende. Und halt, wir haben den RGB-Sensor jeweils mit 12 Megapixel. Aber die Auflösung spielt hier eigentlich keine Rolle, denn 12 Megapixel reichen absolut aus. Ich habe sogar im 16 zu 9 Format nur mit 9 Megapixel oder mit 8 Megapixel fotografiert. Es reicht trotzdem. Ich habe jetzt sogar ein Bild, was ich als Lowlight-Bild gemacht habe, als Hintergrundbild auf einem 27 Zoll Bildschirm. Es sieht trotzdem geil aus. Man muss halt nur ein Stativ benutzen, wenn man Lowlight-Fotos macht, weil hier kein optischer Bildstabilisator ist. Und das ist schon ein großer Makel. Also erhoffe mir, wenn es jetzt bei der Partnerschaft bleibt und wir weiterhin Dual-Kameras sehen mit RGB-Sensor und Monochrom-Sensor plus Leica im Hintergrund, dass man da unbedingt einen optischen Bildstabilisator verbaut, denn das geht eigentlich in nicht. Das ist im Übrigen auch beim P9 Plus nicht dabei. Ja, insgesamt, was kann ich sagen? Das Huawei P9 ist aktuell so das, na, das Huawei P9 ist aktuell so das Smartphone, was ich kaufen würde, wenn ich mir jetzt ein Smartphone kaufen müsste und nicht zu viel Geld ausgeben wollte. So kann man es vielleicht ausdrücken. Denn es bietet für 549 € wirklich eine sehr gute Ausstattung. Also besonders, wenn man sich Zeit für Fotos nehmen möchte, eine lange Laufzeit braucht, eine aktuelle Android-Version, sich mit der Emotion UI anfreunden kann. Das Design optisch und qualitativ ist das hochwertigste Smartphone, was ich jemals in der Hand hatte. Das kann ich ganz klar sagen. Es gibt keine Spaltmasse, keine irgendwelchen, nicht mal der SIM-Slot steht draus. Also es ist absolut plan, schließt der hier ab. Also das ist einfach perfekt verarbeitet. Also so wünscht man sich das. Das wäre so mein Favorit, weil die Oberfläche auch einfach super flüssig läuft. Und das funktioniert einfach. 5,2 Zoll ist eine interessante Größe. Hätte ich jetzt wirklich überhaupt keine Geldsorgen oder irgendwie das Geld würde keine Rolle spielen, würde ich wohl zum Huawei P9 Plus greifen, denn da haben wir einen größeren Akku, wir haben Stereo-Lautsprecher, wir haben dieses Press-Touch-Display, wir haben AMOLED-Display, wir haben einen Infrarotsensor an der Oberseite, also viele Sachen, die das P9 nicht hat, für halt 699 €. Wenn es ein bisschen günstiger sein soll und man jetzt nicht unbedingt das neueste Smartphone haben muss, welches aber trotzdem wirklich super arbeitet, weil ich arbeite damit, seitdem ich es bekommen habe, habe ich es ja täglich in Benutzung. Ihr seht ja hier in den ganzen Apps, ist jetzt gerade im Flugmodus, weil hier sonst wieder die ganzen Benachrichtigungen reinfliegen würden. Aber performance-technisch seit dem Update auf
Klar, aber auch schon vorher. Die Oberfläche lief eigentlich sehr gut durch die 3 GB RAM. Also, es war wirklich sehr schön. Das Mate S war super. Es gab ja vor einigen Wochen so eine Aktion, wo man 100 € Cashback bekommen hat. Da hat man das Smartphone, glaube ich, für 350 € bekommen. Das ist einfach ein Preis. Da würde ich nicht mal ein Samsung Galaxy S6 verkaufen wollen. Bei 390 € für das 6, Galaxy S6. Der Akku ist zu klein. Die Laufzeit ist geringer. Da gefällt mir das Mate S schon deutlich besser. Aber ich freue mich natürlich auch auf die IFA und bin gespannt, was da gezeigt wird, weil da könnte natürlich das Mate S2 dann kommen, mit einigen Verbesserungen, die ich mir erhoffe. Vielleicht, ja, keine Ahnung, im Hinblick auf Virtual Reality Brillen natürlich auch eine höhere Auflösung. Müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber könnte durchaus interessant werden. Und ich erhoffe mir einen größeren Akku. Unbedingt. Also 3500 mAh und das Smartphone wäre der Kracher. Also das ist wirklich gut. Und hoffentlich natürlich mit optischem Bildstabilisator. Aber aktuell würde ich sagen, wenn man unbedingt ein aktuelles Smartphone will, nicht zu groß, wirklich perfekt verarbeitet, der greift zum P9. Wenn es ein bisschen günstiger sein soll und nicht auf, man muss ja nicht immer den neuesten Quatsch kaufen. Also das ist ja Blödsinn. Wer ein Smartphone vom letzten Jahr kauft, ein LG G4 gab es neulich für unter 300 €. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Da muss man nicht immer die aktuellste Hardware haben. Das funktioniert auch. Und ich nutze ja das Mate S auch, obwohl es das Huawei Mate 8 zum Beispiel schon gibt oder das P9. Das ist einfach so. Das Smartphone ist einfach gut. Und deswegen Empfehlungen für beide Smartphones natürlich. Wenn man nicht so viel ausgeben möchte, dann das Mate S kostet, glaube ich, aktuell unter 400 €. Und wenn es halt mit der, wenn man wirklich die Leica Dual Kamera haben möchte, dieses kleinere Display und dieses wirklich toll verarbeitete Smartphone, dann definitiv das P9, weil es halt einfach nochmal eine Spur besser ist. Ja, das war der Vergleich mit diesen beiden hochwertigen Smartphones von Huawei. Ich bin gespannt, was das Unternehmen in den nächsten Jahren noch so bieten kann. Die Verkaufszahlen schnellen ja in die Höhe. Also ich bin ein richtiger Fan geworden, seitdem ich das Mate 7 hatte. Hier ist es im Übrigen. Ja, ist immer noch in meinem Besitz und wird aber leider nicht mehr genutzt, weil das Mate S halt so gut ist. Ja, und deswegen beide Smartphones eine Empfehlung. Wenn ich die Wahl hätte, wenn ich jetzt überhaupt die Wahl hätte, würde ich aber das P9 nehmen, wenn das Geld keine Rolle spielen würde. Also, wenn es Fragen zu den beiden Smartphones gibt, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.